hinaus begrüßen. Das möchte ich nicht tun, sondern ich darf den Oberbürgermeister der Stadt Schweinfurt bitten, Sebastian Riemel. Wissenschaftliche Frage, auch in anderen Städten, wie geht man zu einer Volksfesteröffnung? Man guckt ja natürlich auch immer auf die Frau Gemahlin, sehr fest im Sessel. Frau Wimmele, wenn Sie sich mal kurz zeigen wollen, vielleicht das wäre sehr schön. Wir würden alle gerne mal sehr schön. Insofern haben wir die Frage der Kleinen auch schon abgehandelt. Aber was ich feststelle, man sieht immer mehr, gerade auch Herren, in Lederhosen. Also am schönsten finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, wir wollen es jetzt auch gar nicht parteipolitisch machen, aber der Fraktionsvorsitzende der CSU und der Kreisvorsitzende Stefan Funk mit diesem Hut bitte auch einmal zeigen. Also das ist ja der Hut allein. Die Kachlederne ist jetzt nicht wirklich unbedingt urfränkisch. Sie ist nicht urfränkisch und da ich ja als Urfranke bekannt bin, auch schon mundartlich, habe ich mich jetzt heute für eine schlichte graue Hose entschieden. Ist schon bajuwarisch, aber noch als fränkisch durchgehen, würde ich sagen. Das ist absolut. Der Tegernsee erwartet meine Konzession hier an die hiesigen Bekleidungsvorschriften. Im zweiten Volksfest der Stadt Schweinfurt. Mein Gruß gilt selbstverständlich allen Schweinfurter Bürgern, allen Gästen aus dem, soweit sie hier anwesend sind, die Vertreter des Bezirkstages. Ich sehe Kollegin Petersen. Ich grüße sehr herzlich die Hohe Geistlichkeit, die Garn Fries. Ich gehe davon aus, dass auch Pfarrer Puschel es sich hat nicht nehmen lassen. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz kurz, nicht nur Sie, die Schweinfurter und unsere Gäste freuen sich auf das Volksfest, auch wir Schausteller freuen uns wahnsinnig drauf. Wir kommen gern nach Schweinfurt, denn das Schweinfurter Volksfest hat auch bei uns, bei den Schaustellern, einen immens hohen Stellenwert. Nicht nur, weil eine Tradition von über 100 Jahren da ist, sondern weil es natürlich auch wirtschaftlich gesehen für uns eine tolle Veranstaltung ist. Mit sowas durch die Kirchen knallt, so wie früher, Haar im Wind, die Freundin drauf als Blumenkind. Ja, denkt bloß nicht dran, das ist vorbei. Für euch ist das nur Träumerei, denn erstens dürft ihr ganz gewiss von eurer Freundin kennt's was wisst. Zweitens glaubt mir's, ihr bereut's, fährt's euch beim Aufstieg schon ins Kreuz. Und drittens, das mit deiner Haar im Wind, ja, da weht halt nichts, wo keine...